Und dann machen wir weiter mit Sacrifice. So, was habt ihr hier zu sagen, ha? Boom! Ja. Der 4. Juli 1963. Clutch Nixon, der größte Stuntman von Montana, erweist den USA eine Ehre, wie nur Gott sie erdacht haben kann. Er fliegt bar jeder Angst durch ein unberührtes Flusstal und feuert schwere Artillerie ab, die an seinem Zivilflugzeug angebracht wurde. Auch wenn er nicht abstürzte, verletzte sich Clutch so am Schädel, dass er fortan vollkommen farbenblind war. Im gleichen Jahr kam es versehentlich zu Rassenunruhen bei der Veröffentlichungsfeier seines ersten erotischen Gedichtbands. Ironischerweise heißen sowohl der Stunt als auch das Buch Old Glory Holes. Und nichts von beiden wurde seitdem übertroffen. Nice. Bin ich am Start? Bin ich gerne am Start? Los geht's. Brumm, brumm. Also ein bisschen mit schwerer Artillerie, oder wie mein Kumpel früher gesagt hat, Artillerie. Schön. Hoppala. Ich hoffe, das war ein Bösewicht da vorne. Rase. Ich rase. Ba 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 da 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 da. Warum das Fluggeräusche machen beim Fliegen, sonst geht's nicht. Wie früher als Kind. Wahnsinn. Sind das Bösewichte? Ich glaube schon, das wären jetzt so Drogenboote gewesen, ne? Oh, da müssen wir ein bisschen Gas geben hier. In der Kurve. Und mit dem Controller wäre das natürlich der Hammer, ne? Was für eine meisterhafte Vorstellung. Na, aber ich schon, wie es ist. Ich kenne mich halt aus mit so einem Flugzeug. Aber bis jetzt ist es doch ziemlich low. Also da war diese eine Fahrmission nicht die letzte, sondern die vorletzte, fand ich irgendwie härter. Weil es ist jetzt nicht sonderlich schwer, hier, oder? Unglaubliche Präzision. Vielleicht ist es hier oben jetzt gleich schwierig. Jetzt, wo ich mich drüber beschwere, wird es wahrscheinlich hardcore. Oh mein Gott, ist das schwer, ne? Oh, fuck. Ach gut. Ich habe immer so ein bisschen Schiss, dass die Flügel irgendwo anstoßen. Fast hätte er die Brücke touchiert. Ja, wie es ist. Ich war ja dabei, ja? Oh, da müssen wir eine krasse Kurve fliegen. So niedrig, da könnten die Flügel auch ins Wasser geraten, aber... Einfach aus. Ja, ist auch einmal lieber. Oh. Jetzt aber aufpassen. Eine scharfe Kurve beim alten schwimmenden Goldbagger. Ja, man muss aufpassen zum schwimmenden Goldbagger da. Komm. Okay, ich muss die Kurve jetzt schon langsam, aber sicher. Da war nicht mehr viel Platz. Das war eng. Jetzt wird die Mom sein lassen, Leute. Oh, das letzte. Hallo? Dieses Ziel war völlig schwanglos. Ein unglaublicher Stunt, der überlebt wurde. Der überlebt wurde? Ja. Was für eine Frage, oder? Wenn ich sowas mache. Dann rennen's auf jeden Fall. Das sag ich dem Guten. So. Was haben wir da vor? Yeah! Boah, voll der Zeitlupensprung war der Sieg. Region befreit Bonus. Habe ich jetzt eine Region befreit, ohne es zu merken? Oh Gott. Hier wird mir voll schlecht in dem Wasser. Wahrscheinlich hat da jemand weiter vorne reingekackt. Und scheinbar gibt es hier jetzt tatsächlich keine Alligatoren. Na ja, klar, wenn das Wasser hier direkt reinläuft, das kann ja nichts werden. Gott, das sollte eigentlich noch in die Luft fliegen, das Ding da. Ich muss alles nachladen. Okay. So, was können wir als nächstes machen? Das? Achso, das sind die Viecher. Okay, wir haben hier noch nicht arg viel entdeckt. Wir haben hier direkt noch eine Festung, die wir übernehmen können. Das können wir direkt von hier machen. Absprung? Hab eben Absprung gewählt. Geil. Seit wann können wir das machen, dass wir da abspringen können? Doofo? Einen Freund einladen. Zusammen ist bestimmt auch edles Spiel. Wir können direkt von oben kommen. Alter, chillig, millig, bin ich drangekommen. Komm, wir schließen die Scheiße erstmal und fallen, oder? Obwohl, nachher reicht dann die Distanz nicht. Okay, es ist schon echt sehr nice. Wir versuchen da auf die
Dazu den... Oh, dass wir hier landen. So, wen haben wir dabei? Niemanden. Wir nehmen nochmal die Swammen mit, ja? Swammelchen. Ah, ja, die ist ja die Treppe runtergefallen. Oh, dann nehmen wir ihn mit. Boom. Das ist so ein Boomer aus Doom. Nicht Doom. Ja, ist so vor. Ey, Hörg, dann komm nur mal her, Mensch, wirklich. Aber Hörg, bevor du eingreifst, ich kann hier nicht bleiben, Amigo, werde ich zuallererst mal diese blöden Alarme ausstellen. Obwohl es an sich eigentlich gar nicht schlimm ist, da haben wir mehr zu schießen, oder? Aber es gibt halt weniger Punkte. Guck mal, Hörg, wir lassen schon mal diesen Wolf für uns kämpfen. So. Hörg, nicht schießen mit deinem riesigen Wäscher da. War hier was gestanden? War hier irgendwo jetzt jemand, der mich gerade entdeckt hat? Oder fliegt da ein Flugzeug rum, das mich entdecken könnte? Ach komm, Hörg, Holz ruhig voll drauf. Hier, hau den weg. Hä, wirklich? Alter. Hörg, lass mich noch kurz die Dinge ausschalten für alle Fälle. Die Alarm. So. Hörg, guck mal, da, der kommt dir Klaus. Jetzt geht's rund! Go, wir beobachten von hier. Was? Das hat weh getan. Den da auch. Ach, hallo Briefchen. Notiz aus dem Kloster, Rachel, es tut mir leid, aber falls... zu heißen, ist bestenfalls kitschig und schlimmstenfalls gruselig. Können wir uns nicht einfach treffen und reden in meinem Revier? Ich habe dieses beschissene Briefschreiben wie im 19. Jahrhundert sowas von satt. Ich weiß, dass Joseph das hier auch liest. Pass mal auf. Wenn du dir mit all dem so sicher bist, wie du sagst, solltest du auch eine simple Unterhaltung unter Freunden durchstehen. Falls du nicht auftauchst, weiß ich, was ich von der Situation zu halten habe. Dreze! Ach, Dreze, sei doch nicht so gemein. Drunzi. Die ist vielleicht fies. Behalte jetzt die Pistole. Pistoletta-Äxchen. Hey, Blut. Er ist rausgegangen, okay. Hör, kill doch mal den einen da. Come on, Rip. Kill him, dude. Die frisst die Headshots ziemlich hart. Hör, wie wär's? Au! Steht er jetzt wieder auf? Jetzt nicht mehr. Hörg, kannst du noch einen killen, bitte? Hinter dir, Hörg, hinter dir. Immer noch hinter dir. Hallo? Oh Gott. Hörg, du bist einfach zu langsam. Möchtest du das? Hörg. Easy. Ach Gott, wer hängt denn da oben rum? Krass. Oh, die Waffe sieht aber jetzt nicht so gut aus in deinem Pulli. Nice. Und da haben wir direkt noch eine Mission hier von Mrs. Sideboob. Hey. Hey, doch nicht. Hier hat die Sekte das erste Mal Wurzeln in Hope County geschlagen. Alle dachten, sie würde die Dinge hier verbessern. Man hätte sich nie träumen lassen, dass es so weit kommt. Egal, mach einfach weiter so. Gute Arbeit, Rookie. Hey, ich brauche mal für eine Minute. Ja, bitte. Eden Skate schickt seine Angels und Mörder auf Wanderschaft, die sie Pilgerreise nennt. Dieser Ort war ein wichtiger Teil dieser Pilgerreise. Jetzt gehört er wieder uns, aber sie werden ihn zurückhaben wollen. Wir haben erfahren, dass viele von ihnen herkommen. Wir müssen die Stellung halten, koste es, was es wolle. Es gibt auch ein Geschütz und ein bisschen Kampfspielzeug da drüben. Aha. Machen wir uns bereit. So Riesendildos zum Fighten. Bin ich dabei? Hörg, follow me, dude. Wir müssen uns hier verteidigen. Hört, das Telefon klingelt. Hier klingelt ein Telefon. Wo ist das? Warte. Telefon? Telefon? Da oben. Wo ist denn der Weg nach oben? Wahrscheinlich außen irgendwo. Ja, da oben ist ein Kletterhaken. Hier war doch eben ein Kletterhaken. Eben habe ich einen Kletterhaken gesehen. Meine ich. So. Und oh nein. Da. Hallo. Hörte. Rachel ist so traurig und allein. Sie ging verloren. Und wurde nie wiedergefunden. Sie lebt ein Leben ohne Glauben. Und das ist
Steht im göttlichen Licht und Rachel stolpert durch die Finsternis. Ja. Dort habe ich sie vor langer Zeit gelassen. Alter, Herc! Zieh mal ab jetzt. Erreiche die Vorderseite des Klosters. So. Geiler Scheiß, dass alles im Start ist. Herc, mach dich bereit! Tschitschik! Ah, wisst ihr was? Nee, Herc, Papier. Okay. Ihr habt recht, Leute. Ihr sagt alle noch so, hey, mach doch die Teile dahin. And that's a pretty good idea. Wir sind schon da. Oh, fuck! Ich dachte, wir kommen jetzt angefahren. Herc, go! Sehr schön, Herc. Hau sie alle weg. Es ist hoffnungslos! Das ist hoffnungslos. Herc. Nice, Herc. Ich muss nachladen, leck mich! Okay, aber hier ist doch gar keiner mehr. Und die Musik spielt da unten noch. Ach du Scheiße! War das eben ein Feind, der da hochgegangen ist? Ah, da sind sie doch! Herc, go! Mach du den down, Herc. Herc, du solltest den einen eigentlich nur abknallen. Nice! So, da drüben kommt gleich einer. Herc, du nimmst den da. Ich mach die da drüben. Bababababababab! Ich seh noch einen! Da, Herc, nimm dir den. Ach, oh Mann, schon wieder die Eier! Er boxt die. Herc boxt die echt. Herc, der da, der ist vorbeigegangen. Hopp, Herc, ich kümmere, der ist immer noch da unten. Renn. Okay. Verstärkung aus dem Westen. Verteidige die Westseite. Ist da auch noch ein Geschütz irgendwo? Majo, nice. Huh. So. Let's go. Hükeli, komm mal hier hin. Komm einfach hier hoch. So. Klatsch den mal bitte ab, Herc. Wow. Wow. Ah. Bin schon dran. Oh, das wird den wehtun. Herc, klatsch dir bitte mal ab, gell, dass du die Kills bekommst. Herc, da unten ist auch noch einer. Ja, gut, den kannst du auch klatschen, aber der hätte auch noch. Oh, krass. Ich hab sie zuerst gesehen. Herc ist unterwegs. Wo ist denn der close ist? Ist der unter mir, oder was? Nein. Boah! Oh, Baby! Hör, guck direkt da drüben. Bei denen. Hör, das sind zwei. Hol dir mal einen. Oh, ich sehe einen. Gut, ich mach beide. Da oben kommen noch welche gleich, Hör. Hier. Da. Gut, Gleichgewicht, da drüben. Zack, Knall ihn ab. Herky Boy. Klaus. Klaus, bei dir, neben dir. Hulk. Alle weg. Bist du dir sicher? Wo ist der? Ist der Klaus? Nee, oder? Herc, guck mal, mach mal den da oben down. Los geht's. Da ist noch irgendwo einer. Ich gehe von Punkt B zu Punkt A. Go. Naja, du wiederholst dich, Herc. Ist da noch irgendwo ein Feind? Tja, das habe ich gut gemacht. Tja. Okay, scheinbar ist er nicht da oben. Doch. Oder auch nicht. Ja, super. Wo ist denn der letzte verschissene Feind? Herc, du musst ihn jetzt platt machen. Ich kann das von hier nicht machen. Der stuckt irgendwo, oder was? Warte mal, ich geh da rüber. Ist er weg? Da ist er doch! Er chillt da einfach! Es kommt Verstärkung aus dem
Oh, wie lächerlich war denn das? Geh du voran, Bart. Er wird uns nicht mehr angezeigt und, ridiculous, Alter. Das ist fucking dickless, just like Nicholas. Okay. Kommen die dann von da, oder was? Von hier? Und von hier? Ich glaube, hier macht Klatsche ein wenig. Und da kommen die mit Helis. Alles klar. Boy, Peach. Bye, bye, Helikopter. Woo! Oh! Ist der in mich reingeflogen? Ich glaube, der ist in mich reingeflogen, deine Heli. Ich sollte den nicht direkt über mir abschießen, ne? Feuer breitet sich aus! Feuer! Ah! Die Frau! Ah! Oh no, die Wärmen brennt ab, Ski. Oh, sie weint. Komm, ich helfe dir. Ich stehe. She's like a piece of bread. Achtung, verbrenn dich nicht. Geh da mal weg. Das Feuer kommt. Hey. Ja. Renn weg. Okay, das war krass. Aber auch irgendwie total easy. Ich kann, glaube ich, meine Sprengladung noch einsammeln. Naja. Eins. Und die da drüben? Ist die hochgegangen? Na, scheinbar schon. Okay. Das war jetzt ziemlich peasy, da. Ziemlich peasy, easy und squeezy. Das haben wir noch gar nicht entdeckt da oben. Haben wir hier... Wir haben hier ein Heli-Landepad. Mal, lass mal kurz unseren Heli holen. Und dahin fliegen. Ich hoffe, der kann jetzt hier gespawnt werden, weil da Schotter rumsteht. Wir schauen mal. Beute verkaufen. Ah, ja. Und Heli. Da können wir natürlich auch noch gucken, ne? Wir haben, glaube ich... Ich will nichts verkaufen, ich will den Heli nehmen, hallo? Ich glaube, wir haben schon den besten. Der hier ist, glaube ich, der stärkste. Was sind die anderen so wert? 7-2, 7-2, okay. Wir nehmen unseren üblichen Heli. Du hast also Faith ausgeschaltet. Ja. Leck mich am Arsch. Nee. Mach ich jetzt nicht. Komm. Okay, geh du vor, ich folge. Klar, Alter. Ach, okay. Lass mich da raus mit deinem elenden Scheiß. Okay, wir fliegen mal hier hin. Einfach nur, dass wir das... Oh, dass wir das mal abgedeckt haben, das Gebiet da vorne. Mit dem Ding geht's ja so schnell. Komm mal, wie schnell wir jetzt sind, Alter. Brumm, brumm. Da oben ist auch die Statue. Die Statue. Schade, dass sich das Feuer da nicht richtig ausgebreitet hat vorhin mit dem einen Fight. Das sind auch gute Leute. Gute Wichte. Ja, das sind die böse Wichte. So. Versuch einfach spannend zu fliegen, ohne zu crashen. Oh Gott, das könnte hier schwierig werden. Oh, es war kein Crash. Es war maximal ein kleiner Stoß, das zählt nicht. Ist hier noch irgendwo ein Schrein eigentlich? Wie, das sind wieder Feinde. Lächerlich, Herc, lächerlich. Da unten haben wir ja schon was gefunden. Einen kleinen Schrein, also. Sehr schön. Es hat sich schon mal gelohnt, hier hinzufliegen. Ist auch Cash, wenn wir die Schreine kaputt machen oder nur Einfluss. Scheinbar nur das. Was ist hier? Chans Haus haben wir jetzt entdeckt. So. Irgendwie ist es noch nicht so richtig entdeckt. Muss ich tiefer fliegen oder was? Dass wir hier so einen Punkt haben, so von wegen Blub, da waren sie jetzt schon. Muss ich hier durch? Kann ich das nicht einfach überfliegen? Okay, scheinbar zählt das nicht. Fliege ich dann kurz diese Punkte ab. Dann fliege ich die Punkte ab. War das die Church, die wir eben zerstört haben hier? No. Was ist das jetzt hier? Keine Ahnung. Wir gehen wenigstens noch darüber und entdecken das andere Haus. Dann fliegen wir weiter. Ich senke schon mal ein bisschen ab. Noch eine Church? Nice! Au, gegen den Baum geflogen. Hoppala. Bloß, das war der Hörer. Das war doch jetzt nicht der Hörer, oder? Verarschen. Das war nie im Leben Hörer. Nee. Wo kommt der Hund denn jetzt her? Aufpassen! Scheiße, komm. Sorry.
Aber irgendwie war ich es auch gar nicht. Nein, nein, nein. Da drüben, da ist was! Naja, weiter geht's. Ach guck mal, jetzt ist entdeckt, wir müssen da echt aussteigen und laufen. Das finde ich ganz schön weak. Aber wir können uns ja dann irgendwann auch mal hinteleportieren und rumlaufen, wenn wir unbedingt wollen. Aber das brauche ich jetzt nicht zwingend. Das brauche ich jetzt wirklich nicht zwingend. Wie weit sieht man eigentlich noch die Nebenmission von hier? Gehen wir mal dahin. Zum Sheriff. Sheriff. Den Heli behalten wir auch noch weiterhin. Ich denke, damit können wir sehr sinnvoll die Probleme lösen, vor allem schnell. And it's a good idea. Ich will nicht so hoch fliegen. Das Sinken dauert immer Stunden. Die Straße müsste ja eh frei sein. Hier gibt's kein Radio. Und da mitten im Wald, der Kerl. Oder die Kerlin? Wo kann ich da überhaupt gescheit landen? Ja, da links, sehr gut. Weil direkt vorne drauf kann man landen. Can of Worms. Anglerbedarf. So. Herc ist wieder ganz, ganz weit weg. Hilfe gesucht, Flyer. Wenn du ein riesiges Holzkreuz in der Nähe des Silver Lakes siehst, dann suche von dort aus nach einer bestimmten Richtung Norden, Süden, Osten, Westen. Wenn du in diese Richtung schwimmst, wirst du unter Wasser auf einen Whiskyfass stoßen. Ich teile dir einen netten Finderlohn, wenn du sie alle findest. Wenn du mehr Infos brauchst, dann komm in den Can of Worms Angelbedarf und sprich mit Chiwi. Hallo, Sherry. Ja, bei deinem Scheiß? Also, die Sache ist die. Vor einer ganzen Weile hatte meine Familie mal eine Destille. Die haben wohl das beste Zeug gemacht, das ich je getrunken habe. McHellen 57. Aber sie gingen bankrott und es ist alles weg. Aber ich habe das Tagebuch meines Urgroßvaters gefunden und darin steht, dass der Whisky überall im County unter Wasser reift. Einige Fässer wurden nie gefunden. Die suche ich schon seit Jahren. Ich zahle dir einen Finderlohn, wenn du mir alle bringst. Ich bin ziemlich sicher, dass ein Fass im See da hinten ist. Da ist eine Markierung östlich von hier. Okay, naja. Das klingt jetzt aber auch wieder nach einer Mission, genau, die man, kannst du dich bitte verpissen? Okay. Okay, die man eher so nebenbei macht, oder? Na, kennen wir schon. Danke für dein Geld. Danke für deine Unterstützung. Blablabla. Ja, das lasse ich jetzt erstmal weg, oder? Ich meine, wir haben jetzt hier eine Mission. Ne, wir haben noch nicht mal eine Missionsmarkierung. Lächerlich. Das lassen wir dann schön weg. Klatsch Nixon gibt dann die nächste Mission. Let's go! Brumm, brumm, brumm. Achso, du willst einsteigen? Ja, komm rein. Also. Das wird lustig. Spiel mir, ich sehe was, was du nicht siehst. Nee, oder vielleicht doch. Ich sehe was, was du nicht siehst. Und das ist rot. Und jetzt? Ah, ist auch schon überfragt, ne, der Kerl. Naja. Leuchtet's Ultra, was ist das? Ist das die... Der Yachthafen von der Ding, von der Trulla, da haben wir nämlich noch einen Safe, den ich noch nicht geholt habe. Den habt ihr euch extra aufgeschrieben. Fliege ich mal noch kurz zuerst hin. Das ist das, oder? Der wir ganz am Anfang geholfen haben. Der Aberdale oder wie sie hieß. Ja, das ist der. Da weiß ich nicht wo. Ich dachte, es wäre in der Hütte hier. Da habe ich aber letztes Mal dann schon geguckt. Ah, war nicht geplant. So, wo ist das Zeug? Nein. Wer ist da? Ist das hier drin? Nope. Ist da unten drin? Da ist ja dieser eine Kerl. Das ist fantastisch! Es kommen ständig neue Sachen hinzu. Ja, sau cool. Ja, ich bin's. Hier hat alles begonnen. Erinnert euch noch? Krass, oder? War das hier drin vielleicht? Nee, das ist ja komplett zu. Dann hier? Da kann ich doch nicht rein. Naja, wie ich da nicht rein kann. Ich hätte schwören können, es wäre da hinten drin gewesen, in diesem kleinen Raum. Wenn man da nämlich über das eine Fenster hinten rein kann. Genau da drin. Aber da ist kein Safe. Der ist einfach verschwunden. Oder ist er verschwunden geworden? Ich weiß nicht, wo das blöde Ding ist. Egal. Fliegen wir weiter. Und gehen noch an die Mission ran. Bevor unsere Time abläuft. Go! Go, Shorty. Oh, Herc, sorry. Ist er jetzt tot? Ne,
schön durch, ohne großartig zu steigen. Dann sind wir ja schon gleich da. So, was hatten wir hier? Ach, so läuft das ja. Okay, let's go. Fuck. Was haben wir denn hier? Boom. Steht auf dem Zenit seiner körperlichen und geistigen Fähigkeiten. Nach einem von Askese geprägten Leben und finanziell erfolgreicher, als er es sich je erträumt hatte, sprang Klatsch Nixon von einem Berg und ward nie mehr gesehen. Nach monatelanger Suche wurde kein Leichnam geborgen. Man erklärte Klatsch Nixon für tot. Doch jedes Jahr stürzen sich hunderte seiner treuesten Fans im Andenken an ihren lange verschollenen Helden von eben dieser Steilwand. Gute Reise, Klatsch Nixon. Du glorreicher, großartiger Hundesohn. Gute Reise. Diesen Hundesohn werden wir uns jetzt gerade mal einverleiben. Ich bin mir sicher, wir fliegen jetzt zu einem Ziel, wenn es die letzte Mission von ihm ist, und dann finden wir da ein Skelett oder so von ihm. Oder er hockt da und lebt einfach noch, weil er ein Knilch ist. Make you be rid. Good, I'll be rid, dude. Hit it! Ba 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 ba. What the fuck? Ich hab eigentlich auf den Wingsuit-Knopf gedrückt, aber irgendwie wollte das nicht richtig gehen. War auf jeden Fall nicht geplant, dass es so in die Hose geht. Alles klar. Auf ein neues. So. Los geht's. Es ist nicht leicht, so ein Sprung, ne? So, na also. Dann schauen wir mal, ob wir das so einfach gebacken bekommen. Wie gesagt, die Steuerung hiervon ist echt ultraschwammig. Also man lenkt und dann zieht er halt erst später nach. Und wenn wir zu niedrig sind, kommen wir auch nicht mehr durch die Ringe durch. Wenn wir nicht hoch können. Oder nicht wirklich hoch können. Minimal kurz, um mit dem Schwung eben dann so ein Stück... Ja, das sieht gut aus. Man darf nur keine hastigen Bewegungen machen und vor allem, also ja, keine starken hastigen Bewegungen, sonst fliegt man irgendwo hin. Aber genau das. Genau das habe ich mir gewünscht, so einen Abflug mal zu machen. Knapp, knapp. Aber nicht zu knapp. Denn ich bin der krasse Bui. Ja. Und ich sag, wie es ist. Und wir fliegen jetzt sogar durch so ein Löchlein hier. Shit. Ich hätte fast nach links noch ein bisschen nachkorrigiert. Dann wären wir gegen den Baum geklatscht. Wenn er einen Baum trifft, ist er Geschichte. Ja. Das ist schlecht, nicht wahr? Hier kommt das letzte Hindernis. Ja. Da ist nicht viel Platz unter der Brücke. Das passt schon, das passt schon. Ha! Unglaublicher Stunt, der da überlebt wurde. Flieg ich einfach davon. Krass, das war echt, das war weit. Das war schön hoch und weit. Ja! Voll gut! Hi! Okay, Region befreit. Bonus. Sehr schön. Weil sie schon befreit war, ne? Wir haben sie jetzt nicht hiermit befreit, sondern sie war schon befreit. Ist da unten vielleicht der... Ist da unten ist da was? Achso. Was haben wir denn hier versteckelt? Hä? Was habt ihr denn hier versteckelt? Oh, ich hab Annäherungsmine gelegt. Lebt er hier vielleicht? Hat er hier gelebt? Der Nixon, der Glitch? Sieht nicht so aus. Ne, sicherlich irgend so ein Widerstandsnest, so ein kleines. Okay. Jo gut. Was wäre denn als nächstes in der Nähe zu machen? Hier oben direkt die nächste Mission. Da oben ist auch noch einiges. Da ist noch was. Klatsch Nixon, nochmal eine Klatsch Nixon Geschichte. Und hier ist nochmal eine Herc Dropman Senior will auch was von uns. Aha. Und da peilen wir den schon mal an und machen das dann einfach in der nächsten Folge, Leute. Vielen Dank fürs Zusehen. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.